Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Director Mode Glitch zeigen. Ja, mit dem neuen Update heute wurden auch wieder einige Glitches gepatcht und dafür wurden auch wieder einige Glitches entpatcht, unter anderem auch der Director Mode Glitch. Ja, mit dem Director Mode Glitch könnt ihr euch gemoddete Outfits ganz einfach aus dem Regisseur-Modus online holen. Und wie das jetzt funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Begebt euch einfach zu irgendeinem Zeitrennen, steigt dann einfach in irgendein Auto ein, irgendein persönliches Auto, welches Auto, das ist völlig egal. Wie gesagt, begebt euch zu dem Zeitrennen, fahrt dann einmal in das Zeitrennen rein, startet dieses einmal, geht dann einmal so in die Franklin-Meldung rein und von dort aus dann in den Story-Modus. So, seid ihr dann im Story-Modus angekommen, öffnet direkt das Interaktionsmenü und von dort einmal dann in den Regisseur-Modus rein. Warten wir einmal, bis wir in den Regisseur-Modus ankommen. So, von dort aus, ja, müsst ihr einmal gucken, dass ihr in den Favoriten nichts drin stehen habt, außer euren GTA Online-Charakter. Wenn ihr dort nichts drin habt, ja, dann müsst ihr einmal euren GTA Online-Charakter dort einfach einfügen. Und wenn euer GTA Online-Charakter dort drin ist, dann geht einfach mal auf Tiere und dort wählt ihr euch irgendeinen Vogel aus. Welchen Vogel, ist auch völlig egal. Ich nehme in meinem Fall einfach die Krähe. Die Krähe dann einfach zu den Favoriten dann hinzufügen, so dass ihr in den Favoriten einmal euren GTA Online Charakter habt und dann den Vogel einmal drin habt. So habt ihr dann euren GTA Online Charakter und die Krähe dann in den Favoriten drin. Dann müsst ihr einfach nur noch in den Favoriten einfach nur noch rumswitchen. Das heißt, ihr switcht immer zwischen euren GTA Online Charakter und der Krähe oder dem Vogel halt in eurem Fall dann immer hin und her. Das müsst ihr ungefähr so zwischen 25 und 30 Minuten machen. Deswegen fixiert es am besten mit einem Gummiband oder so. So, nach einer Zeit werdet ihr bemerken, dass sich euer Charakter dann auf den Heuballen befindet. Geht dann noch einmal zurück auf euren GTA Online Charakter. Geht aus den Favoriten raus auf Akteure, Strandliebhaber, dann auf Promenadenbummler und dann einmal auf Viereck drücken und dort seht ihr schon die gemoddeten Outfits. Und ja, ihr könnt aber jetzt hier nicht jedes Outfit online holen. Erstens müsst ihr auch darauf achten, dass ihr keine geblacklisteten Kleidungsstücke drauf habt. Ansonsten werdet ihr die nicht online holen können. Und ihr müsst darauf achten, dass das Outfit eine Weihnachtsmaske drauf hat. So habt ihr dann euer gewünschtes Outfit gefunden. Dann tut es einfach zu den Favoriten hinzufügen. Geht dann einmal in die Favoriten rein. Wählt dann einmal das Outfit aus, was ihr gerade in die Favoriten eingeführt habt, einmal bestätigen mit X, dann warten wir, bis wir in den Casting-Trailer geladen werden. So, dort angekommen, ja, müsst ihr euch einfach nur so 10 bis 15 Sekunden dann in dieser Lobby drin aufhalten. So, 10 bis 15 Sekunden, das müssten eigentlich reichen. So, nach den 10 bis 15 Sekunden geht dann aus dem Regisseur-Modus einfach raus und geht in den Story-Modus rein. Und ja, im Story-Modus angekommen, müsst ihr auch 10 bis 15 Sekunden einmal in der Lobby drin verweilen. So, habt ihr das dann gemacht, dann können wir jetzt in die Online-Sitzung reingehen. Und zwar starten wir jetzt eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und ja, wenn ihr jetzt in der Lobby spawnt, seht ihr, dass wir jetzt das gemoddete Outfit online geholt haben. Als nächstes müsst ihr einfach nur noch zum Bekleidungsladen und das Outfit einfach nur noch abspeichern. Und Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.